Sie wollen sich also hier bewerben. Dann nennen Sie mir mal Ihre Qualifikation. Und bitte ersparen Sie mir Sachen wie, ich bin eine gute Teamspielerin oder ich kann super Kaffee kochen. Diesen Scheiß habe ich schon tausendmal gehört. Überzeugen Sie mich. Ich wollte in der besten Firma des Landes arbeiten. Und von Ihnen hört man nur Gutes. Sehr vernünftig. Sie haben sich die richtige Firma ausgesucht. Dann würde ich sagen, machen wir mal weiter mit Ihrem bisherigen Werdegang. Bitte entschuldigen Sie mich einen Moment. Wer hat den Kaffee gemacht? Julie. Julie? Sag mal, was fällt dir eigentlich ein, mir Zucker in den Kaffee zu mischen? Tut mir leid, ich dachte, Sie wollten Zucker. Ja, sag mal, haben Sie dir denn ins Hirn geschissen? Soll ich Ihnen einen neuen machen? Weißt du was? Vergiss es. Du hast genau 5 Minuten, um deine Scheißsachen zu packen und zu verschwinden. Dann machen wir weiter. Da waren wir stehen geblieben. Verzeihung, haben Sie vielleicht ein Taschentuch für mich? Verzeihung, haben Sie jetzt ein Taschentuch oder nicht? Sie miese Schwein, wieso behandeln Sie Ihre Mitarbeiter so? Das lassen Sie mal schön meine Sorge sein. Ich gehe mit denen um, wie ich es will. Natürlich, Sie sind ja der Chef. Diese armen Frauen arbeiten ja nicht so hart wie Sie. Oh, ganz recht. Schwachsinn, sieh wieder mich an. Papa hat gut für dich gesorgt, wa? Du kleiner Bonzenjunge. Setz dich hin! Weißt du, wer das ist? Das ist Zoe, meine Schwester. Sie hat hier gearbeitet und hat alles gegeben, um ihren Job zu behalten. Es war ihr wichtig, eine Arbeitsstelle zu haben, aber du hast sie belästigt und genötigt. Sie hatte panische Angst, ging zur Polizei und erstattete Anzeige gegen dich. Als du das herausgefunden hast, hast du sie, genauso wie das andere Mädchen da draußen, erniedrigt. Aber du konntest dich freikaufen, dank Papa. Du hattest bekommen, was du wolltest. Sie war zerstört, hatte Angst, dir wieder unter die Augen zu treten. Also blieb ihr nichts anderes übrig. Und was hast du jetzt vor? Willst du mich umbringen? Nein, das wäre zu leicht. Ich lasse sie es tun. Nichts und niemand kann mir was anhaben. Verschwinde mit deiner kleinen süßen Story.